Thema der Ausstellung ist die Modernität Edvard Munchs, wie der Titel auch schon sagt, Edvard Munch, der moderne Blick. Und in dieser Ausstellung zeigen wir in 10 Kapiteln, welche Aspekte diese Modernität von Edvard Munch haben könnte. Das fängt an mit dem Thema der Reproduzierbarkeit, der Wiederholung derselben Motive, die also bei Munch sehr stark ausgeprägt ist. Also während seines ganzen Lebens kommt er immer wieder auf selbe Motive wie den Vampir, den Kuss zurück. Munch war ein begeisterter Kinogänger. Und die Filme, die er sieht, dieses bewegte Bild, auch das inspiriert ihn für eine neue Art, die Bilder zu komponieren, nämlich mit einem heraustretenden Motiv. Edvard Munch wird als Künstler des 19. Jahrhunderts betrachtet, als Symbolist, jemand, der in sich gekehrt ist, der angsterfüllt ist, depressiv, Nervenprobleme hat. Aber wenn man dieses Spätwerk betrachtet, dann sieht man einen anderen Edvard Munch, der sich für andere Themen interessiert, für modernes Theater, für Arbeiter, für soziale Themen und der sich vor allen Dingen für Fotografie und Film interessiert. Und das ist vor allen Dingen die Fotografie, ein anderer Aspekt dieser Ausstellung oder dieser Ausstellungsidee, da wir hier nicht nur das malerische Spätwerk betrachten, sondern eben auch Munch als Fotografen präsentieren. La plupart de photographies que fait Munch, c'est dans une dynamique d'auto-représentation. Et ça, c'est très important de comprendre que finalement, Munch utilise la photographie à côté de sa propre œuvre picturale, comme quelque chose d'autonome. La photographie n'est pas simplement, pour reprendre une phrase du poète français Baudelaire, l'humble servante des beaux-arts. La photographie a une raison d'être autonome, et cette raison d'être, c'est cette volonté qu'a Munch d'écrire sa propre vie à travers des images.